Ganz schön anspruchsvoll, was heute von uns gefordert wird. Lebenslanges Lernen, eine Unmenge an Daten und Fakten, die wir in unser Gehirn pauken müssen. Und man hat das Gefühl, dass es immer mehr wird. Da wäre es doch toll, wir könnten das verlangte Wissen einfach von einer Festplatte ins Gehirn überspielen, den Datenträger einfach am Kopf anschließen und den Stoff in die grauen Zellen hochladen. Letztlich geht's ja nur um Daten und Fakten. Mal im Ernst, wäre das möglich, so eine Schnittstelle zum Gehirn? Wir fragen einen der Experten in Deutschland für Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine, Professor Thomas Stieglitz von der Uni Freiburg. Klingt ja sehr spannend, sieht auch so aus, als ob das schon geht. Ist ja so der Standard in Science Fiction. Und wenn wir uns die Technik angucken, dann erscheint das an manchen Stellen schon ganz schön realistisch. Thomas Stieglitz ist Elektroingenieur und arbeitet seit über 20 Jahren an Mikroelektronik, die direkt in den Körper implantiert wird, um bei Patienten verloren gegangene Körperfunktionen wiederherzustellen. Wie zum Beispiel durch Herzschrittmacher oder Implantate fürs Innenohr. Ein gutes Beispiel ist die fühlende Hand. Es geht darum, Trägern von Handprothesen das Tastgefühl wieder ein Stück weit zurückzugeben. Solche mechanischen Prothesen können zwar etwas greifen, aber der Patient hat kein Gefühl dafür, ob es sich dabei um eine Mandarine oder einen Stein handelt. Deshalb wurden Sensoren an den künstlichen Fingern befestigt. Deren elektrische Signale sollen nun über Nerven zur richtigen Stelle im Gehirn geleitet werden. Die Herausforderung dabei ist, die Kabel dieser Sensoren an die richtigen Nervenfasern im Arm anzuschließen. Denn Nerven sind weitaus komplexer als elektrische Verkabelungen. Die Nervenfasern sehen alle gleich aus. Und im Armnerven zum Beispiel hat ein Armnerv um die 10.000 Fasern. Und die sind für ganz viele Sachen zuständig. Für Finger, für Hand, für Unterarm, für Schmerz, für Temperatur. Und das sieht man den Fasern nicht an, für was sie kodieren. Deshalb muss eine Schnittstelle zum Nerv möglichst viele Kontaktpunkte haben. Das erhöht die Chance, die richtigen Fasern zu erwischen. Hier sind es 8 auf jeder Seite, die durch feinste Metallbahnen angesteuert werden. Mikroelektronik, die bei diesem Patienten erfolgreich war. Er kann jetzt mit seiner künstlichen Hand fühlen, ob ein Gegenstand hart oder weich ist. Elektronische Bauteile an lebende Zellen anzuschließen ist nur möglich, weil auch in unserem Körper viele Prozesse über elektrische Signale gesteuert werden, wie in einer Maschine. Die elektrischen Impulse entstehen etwa durch unsere Gedanken im Gehirn und werden über die Nerven wie über elektrische Kabel an Hände oder Beine weitergeleitet, um dort zum Beispiel Bewegungen auszuführen. Umgekehrt wird alles, was wir fühlen, sehen oder riechen, ebenfalls in elektrische Signale kodiert und zur Steuerzentrale im Gehirn geleitet. Befestigt man solche Elektromagnete außen am Kopf, wie man es beim EEG macht, kann man die elektrische Aktivität des Gehirns sogar durch die Schädeldecke messen. Genau die gleiche Technik lässt sich allerdings auch ganz anders nutzen, zum Beispiel für militärische Zwecke. In solchen Helmen, wie hier im Spielfilm zu sehen, befinden sich Elektromagnete wie beim EEG. Allerdings nicht, um zu messen, sondern um bestimmte Regionen im Gehirn der Soldaten zu manipulieren. Was ist mit Schmerz? Können Sie machen, dass ich den nicht mehr empfinde? Los, machen Sie! Solche Anwendungen werden in den Forschungslabors der US-Armee bereits seit 2010 intensiv erforscht. Also das ist durchaus real. Es ist auch nicht versteckt, es ist offen zugänglich. Und es ist ein Riesenforschungsbudget, was den Kolleginnen und Kollegen in den USA da eröffnet wird. Ich sehe das mit einem unguten Gefühl. Aber es gibt noch mehr Interessenten für Schnittstellen zum Gehirn. Auch Tesla-Chef Elon Musk will Gehirne mit Computern vernetzen. Sein Unternehmen Neuralink hat 2020 einen Stecker für den Kopf präsentiert, der angeblich über 1000 Elektroden zum Gehirn verwalten kann.
Die Elektroden selbst werden robotergesteuert durch eine Öffnung im Schädel direkt ins Gehirngewebe implantiert. Diesem Schwein wurden sie ins Riechzentrum eingesetzt. Man hört die Stromimpulse, die es beim Schnüffeln auslöst. Elon Musk schwärmt vom Potenzial der Technik. Alles, was im Gedächtnis abgelegt ist, können Sie hochladen. Sie könnten im Grunde Ihre Erinnerungen als Backup speichern und sie so wiederherstellen. Sie könnten möglicherweise Ihre Erinnerungen auch in einen anderen Körper oder einen Roboter laden. Da ist sie wieder, unsere Vision vom mühelosen Datenaustausch mit dem Gehirn. Viele Neurologen halten Elon Musks Vision eines Gehirnbackups für unseriös. Auch Thomas Stieglitz ist skeptisch. Das ganze Gehirn auf Speicherplatte zu bringen, würde ja bedeuten, wir müssten beide Seiten des Gehirns, also wirklich das ganze Gehirn, mit Elektroden versehen und so gut ableiten, dass wir wirklich dieses Wechselspiel dieser 1 Milliarde Zellen entdecken könnten. Und ich glaube, das ist technisch, physikalisch nicht machbar. Und dann stellen sich natürlich auch noch einige ethische Fragen. Ich wäre ungeschützt gegenüber jedem, der den Zugriff auf diese Daten hat. Das geht vom Konto bis hin zu meinen geheimsten Wünschen. Ob man wirklich irgendwann die Wahl haben wird, sich für oder gegen eine Gehirnschnittstelle zu entscheiden? Das bleibt vorerst noch offen. Sicher ist allerdings, dass wir uns mit diesen Möglichkeiten auseinandersetzen müssen.